letzte Teilabzug, der Rest kommt bestimmt noch. Es hat auch Kreisen aus US-Army-Kreisen, dass sie bis 2017, 2018 komplett weg sein sollen. Und jetzt kam halt diese schockierende Nachricht, das Ganze soll sich jetzt verdreifachen. 2500 Soldaten mehr und auch Verdreifachung der Hubschrauberanzahl. Ich habe von einem Zivilbeschäftigten der US-Armee im August schon gehört, dass 80 Hubschrauber in Bremerhaven oben sind und dass die kommen werden. Im August, da hat also weder unsere OB was gewusst, sonst noch irgendjemand, vielleicht noch einer vom Bundesverteidigungsministerium, das kann sein. Da haben die ja schon gewusst, was Sache ist, was feststeht. Unsere Oberbürgermeisterin hat es dann zwei Wochen vor uns erfahren, bevor wir es über die Presse wiederum erfahren haben. Und ich finde, das ist eine absolut bodenlose Frechheit, dass das einfach wieder so entschieden wird und dass wir jetzt dann wieder verstärkt Hubschrauberlärm bekommen werden. Die US-Armee ist leider nicht transparent in der Hinsicht. Wir wissen nicht, was sie vorhaben. Wenn es für uns gut läuft, dann wird sie Richtung Osten rüber verlagert. Gut, ob das dann für uns alle gut ist, das wird sich noch herausstellen, weil wenn zwei Supermächte so nah nebeneinander sind, dann kann das natürlich auch sehr, sehr leicht eskalieren. Nichtsdestotrotz wäre es für uns eine Entlastung, wenn sie nicht da sind, die Hubschrauber. Es hat sich eigentlich angekündigt gehabt, und ich habe es ja auch auf diese Zettel war es auch draufgestanden, dass die Bayern 3 mit Quer auch kommen wird. Die haben uns, ja, sagen wir mal, verhältnismäßig kurzfristig abgesagt. Die wollten eigentlich nach Bad Windsheim. Hintergrund ist, dass die Oberbürgermeisterin Seidel heute um 17 Uhr nicht zu einem Interview bereitgestanden wäre. Der Bad Windsheimer Bürgermeister aber sehr wohl. Jetzt ist gestern Abend die Nachricht gekommen, auch Bad Windsheim ist abgesagt worden, der Termin. Hintergrund ist, Bayern 3 möchte in der Sendung Quer nicht wieder über den Hubschrauberlärm berichten, das haben sie ja schon mal, sondern sie möchten über die Aufrüstung berichten. Und wenn da den ersten Vorstand von der Bürgerinitiative jetzt langsam Pfarrer Meier interviewen und eine Stadträtin von Bad Windsheim. Also die hören was bringen, das kommt am Donnerstag, aber heute hierher werden sie nicht kommen. Deswegen bin ich sehr froh, dass von Bayern 1 jemand gekommen ist und von der Fränkischen Landeszeitung die Frau May. Auch gerade die Fränkische Landeszeitung ist für uns ja sehr, sehr wichtig, dass die darüber berichten, wie schlimm uns das betrifft. Und meine Bitte ist, bitte an die Weichenbach hier Interview der Frau May geben, erzählen, wie man das erlebt, wie der Hubschrauberlärm einen belastet. Dafür ist die heutige Aktion gedacht. Wir wollen, ich bin ja auch unter anderem Mitglied in der Bürgerinitiative jetzt Langs, wir wollen im November auch wieder nach Berlin fahren, weil wir natürlich auch die dortigen Verantwortlichen, die was ja eigentlich das verändern könnten, indem sie zum Beispiel nach 22 Uhr keine Flüge mehr zulassen. Damit wäre uns ja schon ganz arg geholfen. Auch die werden wir im November wieder besuchen, falls da jemand sagt, das würde mich interessieren, ich würde gerne mitfahren. Das Ganze geschieht auf Einladung vom Bundes... Harald Weinberg, und das ist so ein Bundes... Das ist eine Bundespressefahrt und das ist eine Fahrt der politischen Bildung. Wir werden da das Verteidigungsministerium besuchen, aber auch im Bundestag eine Diskussion führen mit dem Verantwortlichen der Bundesimmobilienanstalt. Welche Voraussetzungen brauchen wir, um erfolgreiche Konversion zu betreiben? Da geht es eben um die Badenkaserne, die freigegeben werden sollte, wo ja viele Stadtratsfraktionen schon interessante Ideen entwickelt haben. Hochschulerweiterung, bezahlbarer Wohnraum, attraktive Gewerbeflächen beispielsweise. Wo wir diese Fahrt geplant haben, war natürlich nicht klar, dass die mit einem Schlag mit als Ansprechpartner, der jetzt heute so toll erzählt, ja, er wundert sich, dass da jetzt wieder so ein Aufruhr gibt, weil das war ja alles eigentlich schon bekannt, ihm vielleicht, uns nicht. Ne? Damals war er unser Ansprechpartner, er konnte uns damals leider nicht sehr viel helfen. Also das war jetzt, das, was wir daraus gezogen haben aus dieser Fahrt damals, und wir hoffen eben, dass wir diesmal wieder dran ansetzen können, trotz alledem. Wer Interesse hat, auch an der Mitglied in der Bürgerinitiative zu werden, es fallen keine Mitgliedsbeiträge an, der kann von mir auch gerne so einen Mitgliedsantrag mitnehmen. Und ich würde heute ganz gerne eine Unterschriftenaktion starten, die was die Aufrüstung betrifft, dass wir die hier nicht haben wollen in Ansbach, Obereichenbach, dass wir uns da nicht mitschuldig machen wollen, dass es eventuell zum kalten oder eventuell auch einen heißen Krieg kommen kann und wir hier die Drehscheibe sind. Da habe ich eine Unterschriftenliste dabei und es steht auch ganz klar drauf, wir sind für die Schließung des Hubschrauberplatzes. Das ist das, was wir wollen, was wir uns im Endeffekt erwarten, dass wir hier auch in Obereichenbach und die nähere Umgebung auch mit der guten Lebensqualität haben. Und jetzt die Bitte eben möglichst viele Interviews geben, bitte mal aus eigener Sicht der Frau May und vom Bayern 1 das schildern, damit die ein Bild bekommen,
warum das für uns so belastend ist. Dankeschön. Kerstin, du wirst noch eine kurze Rede halten. Ne? Ja, ich habe mir noch ein paar Punkte, die ihr alle wahrscheinlich schon kennt und oft gehört habt. Ich denke trotzdem für die Zeitung, die uns alle betrifft. Warte mal ganz kurz, bis der Freund weg ist. Mein nächster Punkt, ich schließe an. Er hat schon viel gesagt, was ich auch sagen wollte. Es geht um den Lärm. Wenn man jetzt gerade wunderbar hört, der ist ja nicht wirklich gesund, sondern der macht uns krank. Und auch die Leute, es gibt genug Nachbarn, die ich kenne, die sagen, ich höre es nicht, ich will es nicht hören oder stört mich nicht. Alle Aussagen, die es gibt, hat alles seine Berechtigung, ist in Ordnung, kann man glauben, aber jeder wird krank. Es ist nachgewiesen wissenschaftlich, dass jeder, der diesem Lärm ausgesetzt ist, sogar im Schlaf, wenn er schläft, kriegt er diesen Lärmpegel ab und das Adrenalin geht auf Hochtouren, der Bluthochdruck steigt. Das ist in der Natur der Dinge, weil wir als Neandertaler früher waren wir immer auf der Hut im Schlaf. Das ist in unserem Körper noch so. Und so Adrenalin braucht 12, 13 Stunden, bis es wieder runterfährt. Das langt also nicht einmal unser Nachtschlaf aus, damit wir wieder auf einen normalen Adrenalinpegel kommen. Also jeder, der gut schläft, trotzdem. Ihr seid gefährdet für Herzinfarkt, Schlaganfall, Kreislauferkrankungen und das Ganze. Besonders schlimm eben für mich, ich denke auch für die Betroffenen hier in der Nacht, wo es gerade besonders schlimm dann losgeht, wenn meine Kinder ins Bett wollen, 8:30, im Sommer teilweise 9:30 schon, da fangen die da drüben an, wirklich, ich sag Terror zu machen. Gibt's. Dann möchte ich was sagen zu der Aussage, der Wirtschaftsfaktor der US Army. Die ganzen Soldaten, die jetzt da kommen, 2000 bis 2500, wer weiß, wie viele es genau sind, die werden ja laut den Medien in den Kasernen untergebracht. Also wir merken ja selber hier, dass nicht mehr viele hier wohnen und Immobilien mieten. Ich persönlich habe eh keinen Profit. Irgendjemand bereichert sich an diesen vermieteten Häusern. Diese Leute, die ich kenne, wohnen nicht in der Ortschaft, die wohnen nicht irgendwo beim Lärm. Denen ist es natürlich wurscht. Und auch die Ausgaben, Einkäufe und was die alles so tätigen. Ich habe mein eigenes Wort erfunden. Ich weiß nicht, ob es es gibt. Sie kaufen, machen, leben eigentlich hinter ihrem Zaun, dem Urlass. Und ich nenne es mal Full American Service Area. Ich brauche, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Da gibt es vom Hundesalon über Fitnesscenter, Einkaufen, Friseur. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich alles. Also auch die Familien sind mittlerweile kaum noch hier im Ort. Was mir auffällt, die werden ja auch in den Kasernen mittlerweile untergebracht, in ihren Urlaubswohnungen. Also es hat auch wirtschaftsmäßig nicht einmal der durch die Immobilien was verdient, mittlerweile mehr einen Gewinn. Ein weiterer Punkt, Umweltverschmutzung, möchte ich gar nicht so viel dazu sagen. Wir Betroffenen wissen, was so ein Hubschrauber in der Stunde raushaut, 1600 Liter JP8 pro Hubschrauber pro Stunde, also um ihn auf der Zunge zergehen lassen. Entspricht so viel Feinstaub wie ein PKW auf 40.000 Kilometer. Das bringt man jetzt nicht unbedingt jeden Tag zusammen in der Stunde. Böden sind vergiftet, Wasser ist vergiftet durch den PFC-Skandal mit dem Löschschaum. Und tödliche Unfälle haben wir schon gehabt, auch andere Unfälle. Da war zwischen Bad Windsheim ist irgendeiner gestorben, da war ein Soldat verwickelt, weil da glaube ich irgendwann mal einen Überholmanöver gemacht hat. Dann letztens die MP, die da irgendwelche Bürger da in der Stadt reingerast ist, weil sie überhöht zu einem Einsatz, das darf nicht passieren. Also sowas würde natürlich sich auch reduzieren, wenn sie nicht da wären, weil es gäbe keine MP-Einsätze, wenn man keine Militär hätte. Und zum anderen sehe ich auch große Bedenken durch den Pendelverkehr. Wenn die jetzt alle in Illesheim stationiert sind, das ist schön, ne? Alle schon fasziniert. Wird wahrscheinlich ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auch sein. Und die Gefahr von Unfällen ist auch wieder größer. Je mehr Autos. Und man weiß ja, die haben doch ein wenig einen eigenwilligen Fahrstil mitunter, was ich so mitkriege. Und auch die Schäden, die da entstehen, wie auch die Reiterin, die da mal vom Pferd gefallen ist, das zahlt ja größtenteils der deutsche Steuerzahler. Also wir müssen ja auch noch für den ihren Mist aufkommen. Geht gar nicht. Deswegen sage ich, wir fordern, wir Bürger, Durchsetzung des Stadtratsbeschlusses von 2009. Keine Überflüge von bewohntem Gebiet, inklusive unserer Ortsteile. Und natürlich, ich spreche trotz allem auch für die Sachsen, Wilmersdorf und die ganzen Ortschaften, Mikleskreuth, gehört alles dazu, auch wenn es jetzt nicht Ansbach ist. Keine Flüge an Wochenenden. Das sollte endlich mal einstellen, dieses
Jahre, wie am Samstag wieder um 8 Uhr wird man aus dem Bett gejagt, da hat man eh schon eine ganze Woche keinen Schlaf und dann geht diese Banane da drüben eine Viertelstunde und muss nochmal übers Haus düsen. Flüge bis maximal 22 Uhr, das ist mein oberstes Gebot überhaupt. Eigentlich, meine persönliche Meinung, die können weg. Aber das Mindeste ist 22 Uhr, dass man da aufhört, dann kann man wenigstens ein paar Minuten schlafen. Man braucht ja noch seine Zeit, bis man überhaupt einschlafen kann. Wie Frau Zeidel forderte, höchstens 3 Flugtage wäre auch schon ein Anfang. Wenn man wüsste, wann sie dann nur und kein heißes Betanken, das es angeblich nicht geben soll, dann frage ich mich, wenn die im Sommer zurückkommen um 1:30, die fliegen dann schon mal weg, kommen im Sommer um 1:30 rüber, fliegen über uns aus, ich habe meine Tür offen, ich stehe wieder quer im Bett und dann müssen sie eine Viertelstunde Lärm machen. Ich frage mich, was machen die da? Ich habe die auch schon landen sehen und hören, da kommen die runter und da ist der Rudder aus. Wir haben schon angerufen mal drüben, die Frau Moser hat uns erzählt, die müssen kalt laufen. Ja? Also verarschen kann ich mir selber auf Deutsch. Zusätzlich, sage ich, fordern wir von der US Army, sind nur Forderungen, werden wir wahrscheinlich eh nicht erfüllt kriegen. Frau Seidel gibt es wahrscheinlich hoffentlich wieder mal weiter. Keine Platzrunden mehr und Überflüge. Platzrunden, sei es kleine oder große, die die Außenortschaften betreffen oder auch nur uns, da mache ich gar keinen Unterschied. Es ist alles elend und quälend. Keine stundenlangen Sink- und Schwebeflüge auf diesem Flugplatz. Nachbarn von da vorne, die können ja das sehen, wenn die stehen stundenlang in der Luft. Es ist unerträglich. Da habe ich manchmal 3 Stunden Lärm und ich sehe kein Fliegen. Und es ist so laut, dass du nicht raus kannst, dass alles mal nicht. Bei euch? Ja, stehen die uns bei uns Gott sei Dank nicht, aber ich höre die von da drüben. Das ist, geht gar nicht. Brutal, ne? Ich sag, ich fordere öffentliche Lärmschutzkommissionen. Wir wollen dabei sein. Wir wollen endlich einmal schauen, was die da hinter verschlossenen Türen reden. Da werden 1000 Bürgermeister eingeladen und keiner weiß, was die sagen. Und irgendwie müssen die ja irgendwas sagen, weil es passiert ja nichts. Also, das würde mich mal gut, ganz interessieren. Mehr Transparenz generell. Die sollen genau ankündigen, an welchem Tag und wann sie fliegen. Mir wurde gesagt, wegen der Wetterbedingungen kann das früher mal ändern, aber es kann sich nicht so ändern, dass man nicht ein wenig grob sagen kann, wir fliegen Montag und Dienstag schlimmer und am Mittwoch noch und dann ist er rum. Das muss man auch trotzdem machen können. Was habe ich noch? Ja, Flugtraining verlegen auf Truppenübungsplätze, was dieses Jahr leider nicht möglich war, weil Grafenwöhr hat die Schotten dicht gemacht. Die haben gesagt, mit uns nicht mehr, da kommt keiner mehr rüber, deswegen haben wir die dieses Jahr nämlich am Hals gehabt im Sommer. Da sollen sie hin. Ein Truppenübungsplatz heißt ja nicht ohne Grund Truppenübungsplatz. Ein Platz für Truppen zu üben. Wir sind ein Wohngebiet. Wir sind kein Truppenübungsplatz. Das da drüben ist zu klein für einen Truppenübungsplatz. Die sollen, wenn sie trainieren, da drüben trainieren. In den USA. Ja, am liebsten natürlich da. Definitiv. Ich sage ja, meine Hauptmeinung ist, dass sie natürlich weg sollen. Das ist klar. Und eine weitere Forderung, die man natürlich wahrscheinlich auch nicht kriegen, ist, ich fordere Amerikaner, dass wir uns an die amerikanischen Flugbestimmungen anlehnen, unsere Regierung, dass sie endlich mal auch 1,8 Kilometer Abstand zu Wohngebieten nehmen, dass sie auch nicht überfliegen dürfen. Das dürfen sie dort nämlich nicht. Ich kenne eine, die hat sich beschwert in Alaska, das haben die einmal gemacht und dann nie wieder, weil der Mann war bei der Mann. Bei uns läuft die Ausflugsroute übers Dorf. Ja, genau, Windtrieber. Also das fordere ich. Ich denke, wir alle fordern das. Hoffen wir, dass es mal wieder weitergibt im 8. Jahr. Naja. Forderungen an die Stadtspitze und Stadtrat. Ich sage, die müssten mehr gemeinsam tun. Dieses Bekämpfen da des Gegenseitigen. Ich bin es langsam leid, was die da treiben. Wir haben leider sehr wenige, die sich für uns einsetzen. Also, wenn ich das mitgekriegt habe, dass da CDU und SPD klatschen bei der Aufstockungsverkündigung, dann muss ich sagen, es geht gar nicht. Also. Ja, die sind schon alle taub dran, dass die Amerikaner da bleiben, ja, die geworben haben. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt, ich hätte mich zurückhalten, aber gut, finde ich, geht überhaupt nicht. Dann, ja okay, das mit dem Quer hat heute leider nicht geklappt, da sind wir ja jetzt klar und deutlich aufgewacht, worum es geht, nicht um uns. Und Moment. Genau, und dann sage ich noch, was ich noch fordere von der Stadt und von unserer Oberbürgermeisterin, noch mehr Druck an die Bundes- und Landesregierung. Also
ich weiß nicht, wer den Brief bekommen hat von der Frau Oberbürgermeisterin. Wer hat da auf der Pressemitteilung, wer hat ihn damit unterschrieben? Einigen habe ich es geschickt. Wer es gelesen hat, sie redet sich schön raus. Sie hat auch was gemacht. Ich sage da jetzt auch nichts dagegen, aber ohne Erfolg. Zu wenig einfach. Sie muss mehr Druck ausüben. Sie hat in dem Brief geschrieben an uns alle, sie hat mir das auch persönlich schon drüben in der Stadtteilversammlung gesagt, wir müssen uns mehr beschweren. Wir müssen noch mehr Beschwerden, noch mehr. Nur gemeinsam können wir was schaffen mit mehr Beschwerden. Dann fordere ich von ihr auch mehr Druck auszuüben. Ich fordere, sie muss dann aber auch mehr noch, nicht einmal sagen, Herr Brauchsiebel, ich möchte einen Termin, sondern muss man ja alle Monat fragen, wann klappt es endlich, wann klappt es endlich, wann klappt es endlich. Irgendwann hört er vielleicht doch einmal und kommt vorbei. Wenn man mal die Chance hat, im Stadtrat mit dem Kommandanten zu reden, dann muss man alle die ganze Zeit nur liebsäuseln um ihn herum und als sämtliche Lobabschiedsreden auf ihn, sondern muss man auch kritische Worte, wie es die Bevölkerung vor Ort sieht und wie man das dann umsetzen kann. Dann muss man das auch angehen, weil sonst nützt der ganze Kontakt zu dem Kommandeur gar nichts. Und das haben wir bei der Verabschiedung vom Commander Benson, haben wir das wirklich live mitbekommen. Kein einziges kritisches Wort. Und wo dann der Stadtrat, der Boris André Meyer, was sagen wollte, ist ihm das Wort verboten worden. Also ich muss dazu sagen, ich bin dann wirklich, war dann so sauer, wie zwei waren da drin gesessen, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich bin dann hinterher und habe dann das nette Geschenk, das er erst nicht haben wollte. Also es waren Lärmschutzkopfhörer, sag's mal ganz deutlich. Ich wollte sie ihm dann übergeben, ich habe ihn dann aufgehalten. Dann hat er mal gesagt, sowas braucht er nicht, das hat er schon alles und es abzischt. Er hat mich also nicht stehen lassen. Also ich habe solche schon öfters angesprochen, die interessiert die nicht. Ich habe ihm auch schon gesagt, meine Kinder können nicht schlafen, hört endlich auf, was ihr da macht. Es fällt ihm ja so gut, dass er sofort privat hier bleibt. Spricht aber fast kein Wort Deutsch. Die ganze Stadtratssitzung ging auf Englisch. Also die Oberbürgermeisterin hat Englisch gesprochen, alle haben Englisch. Er hat Dolmetscherin dabei gehabt, die dann ab und zu was übersetzt hat. Aber eigentlich erbärmlich. Musst du dann einen Einbürgerungstest machen? Garantiert nicht. Ich habe ihn zur Oberbürgermeisterin gesagt. Also ich habe ihn dann angesprochen auch noch und habe gesagt, er soll bitte Deutschland und wenn er schon hier bleiben will, habe ich ihm auch noch gesagt. Und dann hat mir schon sein Gefolge sozusagen, dann hat mich abgedrängt und hat gemeint, ob ich denn die Beschwerdestelle in Köln kenne. Da habe ich gesagt, hören Sie mal auf. Ja, da bin ich gegangen, war mir dann zu viel. Ja, aber es ist doch kein Wunder, dass sie alle geklatscht haben, wenn sie ihn nicht verstanden haben. Vielleicht, ich bin gleich fertig. Ich habe noch einen Abschluss. Und zwar war das eben, also die Redaktion des Bayerischen Rundfunks hatte dann doch wohl den Gedanken, ich lese ihn einfach mal, ich zitiere es, wie es da auch stand, muss man diese Zumutungen vielleicht nicht hinnehmen, weil ja die Weltlage sich ändere in den letzten Jahren. Also Russland wieder als Bedrohung wahrgenommen wird. Ist das nicht also der Preis, der zu zahlen ist, hier eben von den Ansbachern? Also das war ein Gedanke dieses bayerischen Redaktionsteams. Und jetzt sage ich einfach, nein, wir normalen Bürger müssen nicht den Preis dafür zahlen, für diese unnötigen Kriegsspiele, die da getrieben würden. Wenn sie es überhaupt machen müssen, dann sollen sie auf Truppenübungsplätze gehen. Diese Präsenz hier ist meine persönliche Meinung, setzt uns einem erhöhten Risiko aus, wenn das wirklich kracht, dass wir hier eine Angriffsscheibe sind. Das hat uns Frau Soder sogar bestätigt am Telefon. Sie hat mir das bestätigt, dass wir wirklich hier mehr in der Gefahr sitzen durch die Nähe, weil wir so nah dran sind, das sind nicht unsere Beschützer. Wenn es kracht, sind wir als Erste dran. Ich fordere wirklich sofortige Umstellung der Nachtflüge ab auf 22 Uhr. Das ist das Mindeste, was ich jetzt aktuell einfach sage, wo ein Entgegenkommen wenigstens von der Seite sichtbar wäre. Ist immer noch unerträglich, aber es wäre ein Entgegenkommen. Das war's. Also die Überflüge über die Häuser, auch. Die müssen einfach... Alles. Sie, ja. Ist denn Ihre Navigationstechniken so veraltet oder sind die unfähig, die Piloten, um dort rumzufliegen? Also was etliche Meter über den Austrieber tun, das sieht das aus. Wenn es denen nicht sichten, dann können die halt dafür schalten. Das ist willkürlich. Ich glaube, dass das denen wurscht ist. Sie haben halt von der Regierung die Erlaubnis bis 2 Uhr und dann machen sie es halt. Die sind ja rechtens, die dürfen ja, die dürfen auch am Samstag, wenn die irgendeine Reparatur haben, dann dürfen sie mal eine Runde schießen zum Ausprobieren. Die dürfen auch über den Flugboden fliegen. Ich habe schon am Feiertag
Lärm gehabt. Dann habe ich da angerufen, das kann doch nicht sein. Dann hat man mir am Luftwaffen gesagt, na, die fliegen ja nicht. Über dem Boden dürfen sie stehen im Feiertag. Weil wenn die Mechaniker was machen, ist es auch jederzeit erlaubt. Ja, nur, wenn ich an Feiertag, haben wir die vielleicht keinen, ne? Vielleicht sollte man auch daran denken, die Samstagflüge waren vor 2 Jahren im Handbuch noch festgelegt, Samstag, Wochenende geht nicht. Wurde dann verlängert, wenn es da Genehmigung von Bundeswehr irgendwo gibt. Mittlerweile steht drinnen, wenn es Verbindungsflüge zu Manövern hin und her sind, dann dürfen die am Samstag ohne Genehmigung fliegen. Also wo weiß das Volk hier, wo Manöver sind? Grafenwehr, Bodenfest hat zurzeit mindestens 14 Tage Manöver, eine Woche nicht, 14 Tage Manöver, eine Woche nicht. Da gibt es eine eigene Einheit in Grafenwehr und Hohenfels, die nur für solche Manöverorganisationen da sind. Und dort dürfen die fliegen, ohne überhaupt die Bundeswehr noch fragen zu müssen. Steht zwar immer drin, braucht eine Genehmigung, aber da sind zurzeit wieder Manöver, wo sie hin und her fliegen. Und da sind wir, jetzt muss ich sagen, in Katerbach etwas ruhiger. Die Ile selber haben noch viel mehr zu erleben. Weil die Ile selber fliegen direkt draußen zum Üben. Hier bei uns, das sind nur Transporthubschrauber. Ja, reicht. Bei mir fliegen immer Apaches drüber. Ja, die, ja, das sind das Ile selber. Ja. Nein, sind das doch nicht. Nee. Gut, okay, ich kann nicht jeden sehen, aber ich sehe genug und ich höre genug. Und wie zum Beispiel der Hubschrauber am Samstag in der Früh, um 8 Uhr im Garten, was getan, was man tut. Ich wohne 5 Kilometer weit weg. Dann sage ich zu meiner Frau, du, der Chinook wird angelassen. Das höre ich 5 Kilometer Entfernung. Und dann kommt er 1/4 Stunde später wirklich vorbeigedonnert. Und wenn ich dann nachforsche, wo der hinfliegt, Hohenfels. Und wenn er die Bundeswehr anruft, die sind nicht da. Dann muss er einen Antrag schreiben, dann kann man das nachvollziehen, dann kriegt der Brief nach 4-5 Wochen. Und nach 4-5 Wochen steht drin, ja, das war alles genehmigt. Also wir fühlen uns da in der Richtung richtig beschissen. Und das ist eigentlich, was wir noch vergessen, eigentlich alles kriegsvorbereitende Flüge sind. Wenn man auch so sagt, das sind Friedensflüge, Friedensflüge, Friedensflüge. Man wird immer noch darauf hingewiesen, es hat ja da vor 3 Jahren die Rettungsflüge gegeben, wo man 3 deutsche Soldaten gerettet hat, und das ist ganz wichtig, dass wir die noch brauchen. Ja, und das sagt dann der Herr Christian Schmidt, der zurzeit schon jetzt sagt, man müsste Transparenz haben. Vor 5 Jahren die Briefe, die ich mit ihm geschrieben habe, öffentlich, sind alle zum. Ich sage nichts mehr. Ich will mal noch kurz ergänzen, ich habe auch schon mit dem Bundesluftwaffenamt gesprochen, wegen diesen Wochenendflügen, weil ich kriege auch keine Auskunft mehr. Also ich bin Beschwerdeführer, da nennt man mich, also ich bin überhaupt keine Antwort mehr. Und da hat man, habe ich gesagt, würden Sie dann wenigstens die Frau Seidel, die Stadt Amsterdam, einfach informieren über diese Wochenendflüge. Dann hat er mir wortwörtlich gesagt, das ist nicht nötig. Da gibt es keine Notwendigkeit, die Stadt zu informieren. Also es wird bei uns nicht mehr die Stadt informiert. Auch das ist was, finde ich, was man sich in Frage stellen muss, dass die Amerikaner hier beschließen, die US-Army hier einfach beschließt, sie stockt hier auf, wir werden überhaupt nicht gefragt. Das ist ein, wie stand es in der Zeitung, ein Gebaren, ein... eine Besatzermacht, genau, die ist unmöglich. Und Friedensmissionen sind es definitiv gar nicht, weil jeder, der militärisch ein wenig Ahnung hat, oder was ein Apache oder ein Hubschrauber sind, ein Angriffswerkzeug. Das ist keine Defensivwaffe, das ist eine Angriffswaffe, nichts anderes. Also sind es auch keine Friedensmissionen, sondern was anderes. Im Interesse von der USA, nicht einmal im Interesse von der NATO oder Europa. Eindeutig Kriegsvorbereitung. Genau so ist es.